So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sniper Elite 4. So, wir sollen den Piloten finden. Das Versteck vom Piloten, vielleicht lebt er ja noch, ich habe keine Ahnung, da unten wird mir was angezeigt. Vielleicht ist er auch schon tot, ich weiß es nicht. Soll ich hier Spuren lesen oder sowas? Ich kann ja nicht sowas markieren. Wir haben ja nicht Geralts Augen. Moment, da haben wir wieder so ein Auto. Und weil es so lustig war, kriegst gleich noch eine hinterher. Gut, ist kaputt. Hier hinten haben wir noch einen Laster. Den machen wir natürlich auch gleich platt. Aufpassen, nur Herzfehler. Nicht, dass du wieder stirbst wegen einer geschissenen Explosion. So, wo wäre der? Er wäre hier irgendwo in diesem Gebiet. Da oben haben wir noch so ein Panzerding. Das können wir uns eigentlich auch noch anschauen. Aber wo wäre hier der Pilot? Naja, schauen wir uns halt ein bisschen um. Kirche vielleicht, ha? Irgendwas von der Kirche hat Karl letzte Folge erwähnt. Ah, da drinnen liegt er. Der Leichnam des abgestürzten Piloten. Ich muss an die Filmdose ran. Diese Aufnahmen könnten unbezahlbar sein. Okay. Somit haben wir das auch wieder erledigt. Was ist das da oben? Achso, das ist nur die Artillerie. Okay, okay. Ich habe mir gedacht, das ist wieder so ein ich habe keine Ahnung, so ein Turm halt. Panzerturm gewesen. So wie den wir vorher zerstört haben, vor zwei Parts. So, jetzt müssen wir noch... Moment, der hat was mit vielleicht. Nein, leider nicht. Das hier wird sehr nützlich sein. Wirklich? Wird es das? Ich hoffe. Jetzt müssen wir noch das Flugzeug finden. Das ist da in diese Richtung 150 Meter. Schauen wir mal. Da haben wir eigentlich auch alles schon zerstört. Von dem Standpunkt her passt das. Und ich schätze mal, dass da hinten wieder Gegner sein werden. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen einfach. Gehen wir mal da gebückt. Ja, da sind ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal nur allein in die Richtung. 1. Diese Frau, 2. Das sieht wichtig aus. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen die Wrackteile nicht finden. Ich muss sie zerstören. Nur wie? Da hinten ist noch einer. Na gut, dann beginnen wir mal den Krieg, oder? Schießen wir ihn einmal gepflegt in die Fresse. Ja, immer ins Auge. Ich hoffe immer, dass ich ihn in die Nase mal treffe. Alter, wo habe ich ihn jetzt getroffen? Ja, er flankiert's mich. Seid auf jeden Fall in der Überzahl. So, Augenschuss. Zuerst den hinteren. Der ist ganz wichtig. So, nicht wundern wegen Anton, gell? Ich mach keine Cuts. So, da unten bewegt sich noch einer, den ich allerdings nicht markiert habe. Der geradewegs darauf kommt.
Ich werfe eine Granate. Ja, wirf nur eine Granate. Ich schieß dir mal so ihn einfach nur rein. So, die Bombe. Ah, Granate. Ist jetzt hochgegangen. Okay, da hinten ist aber noch einer. Er kommt. Kommt er von darauf? Ja, da ist er. Alles eingesammelt? Sonst ist nichts mehr zu finden. Gibt's nichts mehr zum Finden. Na dann lassen wir's. Hinter mir. Ja. Eins, zwei. Lauf, 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 lauf. Alles ist cool. So geht's auch. So, markieren ist jetzt mal wichtig. Wieso, um Gottes Willen, stehst du auf? Ich habe ja gar nichts gedrückt. So, irgendeiner von denen hat mich gesehen. Nehmen wir mal den da. Schießen ihn einmal die Fresse weg. Ja, ja. Vollidioten. Blöde KI. Er glaubt trotzdem, dass ich noch immer da oben bin. So, Infanterie-Kill. So, aber es ist noch immer einer da. So, da ist das Flugzeugwrack. Das müssen wir zerstören. Na? So, das zündet man natürlich gleich. Gehen wir mal da weg. Und über die Brücke. Da kommt gleich der nächste. So, Flugzeug ist weg. So viel zu dem Flugzeugwrack. Gehen wir mal da in Deckung. Den können wir mal looten. Der hat aber nichts mit. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. So, da wäre er. Und ich kann durchschießen. Sehr gut. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Ein Abschiedsbrief haben wir noch gekriegt. Sehr gut. Zeige ich euch natürlich, so wie immer. Wer es lesen will, der möge bitte auf Pause drücken. Sonst nichts. Sonst nichts, okay. Das sonst noch irgendwo was? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir sind fertig. Das heißt, wir können aber langsam aber sicher auf das Ding da schießen und die Mission nach Hause bringen. Wie viel haben wir? 8 Minuten. Schauen wir nochmal ganz kurz da nach vorne. Ob da noch irgendwo einer ist, nämlich der Charakter ist gelb noch immer. Ja, tatsächlich, hier ist einer. Wir räuchern alle Nazis aus, die es gibt. Alle. Ah, das Spiel ist so geil, ich freue mich schon ur auf den 5. Auf den 5. Teil freue ich mich schon gewaltigst. Ah, da ist irgendwo noch ein... Ah, da ist ihn da schon. Wir haben einen Verletzten.
So, der weiß jetzt nicht, wo ich bin. Da hinten ist er. Hab dich. Vollidiot. Da kommt gleich der nächste runter. Da kommt er. Der Offizier. Sehr gut. Und tschüss. Ah, ich schaff's nicht, auf die Nase zu treffen. Alles klar, Herr Kommissar. Super. Das ging jetzt ziemlich schnell. So, Dienstplan. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Das machen wir natürlich wieder kaputt. Kriegen wir wieder Erfahrungspunkte gratis dazu. Für ein scheiß Auto. Mir soll's recht sein. Ah, hier können wir wieder was looten. Da war ja ganz viel drinnen. 4 Patronen. Ah, sehr gut. Haben wir noch was gefunden? Lieber Philipp, deine Arabelle. Ich glaube, das ist falsch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ob man wirklich so welche Namen hat. Arabelle. Keine Ahnung. So, dann war es das auch hier. Ja, ist halt ein Kurzpart. Mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich hätte mir gedacht, dass ich mich da länger duelliere, aber ja, wird schon passen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie weiter raufkommen und irgendwie Sichtkontakt haben zu unserer Bombe, auf die wir schießen müssen, damit die Brücke einstürzt. Schauen wir mal. Lalalala. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich lauf da einfach mal so in der Prärie herum. Es sollten eh keine... Ja, da waren wir auch schon. Okay. Es sollten eh keine Nazis mehr da sein. Oh, Achtung, Minen. Woran erkennt man? Ah. Da ist noch eine. Ich hab halt Angst. So eine Stolperdrahtmine halt. Ich hab halt Angst, dass ich da reintritt und dann wieder krepiere. Dann bin ich schon das dritte Mal da gestorben wegen Dummheit. Aber da sollte nichts mehr sein. So, wo ist dieses Ziel? Moment, ich gib's mal da rein. Direkt vor mir, aber ich kann natürlich nicht durch den Berg durchschießen. Das kann Karl leider Gottes noch nicht. Vielleicht kann man das noch freischalten, ich weiß es nicht. Heilen brauchen wir uns auch nicht, das passt alles. Kann ich von da unten irgendwo schießen? Was ist, wenn ich darauf gehe? Ich glaube, das wird sich auch nichts bringen. Hier. Ja, okay, gut. Na dann, relax einmal ganz kurz. Ich schau mal da rein, da blinkt's noch. Also, das ist schon wieder so eine Kiste, oder was? Achso, nein, das ist eine Thompson. Von hier aus kann ich aber schießen. Das sollte eigentlich gehen. Ich warte nur ganz kurz, bis der blaue Balken da rechts unten ein bisschen runter geht. Und dann werden wir das gleich mal probieren. Das ist halt die Frage. Moment, kann ich das markieren? Nein, kann ich nicht. Aber so geht's.
So. Keine Kompromisse möglich. So, Neustart weiter, natürlich auf weiter. Das passt eigentlich. Wir haben alles wieder gemacht. 5 von 5 optional. Herausforderungen, ja, die perfekten 10. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Wird schon so passen. So, Levelaufstieg. Wahnsinn, was ich da alles freischalte. Zoom, schau, Springfield. Kann ich jetzt näher ranzoomen? Ich habe keine Ahnung. So, wir kommen in das nächste Gebiet und zwar in eine Werft. Okay. Larino-Werft heißt die. Okay, Briefe von der Heimat. Ja, den Scharfschützen hätte ich gern gehabt. Und es gibt doch Zielwasserziele. Hey, das wurde mir gar nicht angezeigt. Naja, auch hier hat es das gegeben. Hier habe ich ja noch alle gefunden. Ah, schade. Naja, ist ja wurscht. So, das nächste ist Larino-Werft. Das schauen wir uns aber allerdings erst im nächsten Part an. Ich hoffe, dass es euch wie immer wieder mal gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.